rockig modern, ganz gediegen klassisch oder aber bei der musischen Arbeit mit Kindern. So kennt man ihn. Generalmusikdirektor Stefan Fraß, Dirigent, Geschäftsführer und Intendant der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach. So schon weniger. Beim Segeln auf der Pöhl findet der Vielbeschäftigte Entspannung und Ruhe. Ach, Segeln ist für mich so ein wunderbarer Ausgleich gegenüber einem sonst immer sehr stressigen Beruf. Wenn man auf dem Wasser ist, dann ist man immer nur sich selbst in dem Spiel der Wellen und des Windes überlassen. Und man bekommt ganz schnell hier so auch ein Gefühl der Unabhängigkeit und Freiheit. Und das ist etwas, was man in meinem Beruf auch oft nicht nur in der Musik findet, sondern auch oftmals im privaten Leben ein bisschen braucht. Seit 1992 leitet Stefan Fraß die Vogtlandphilharmonie, ist aber in Sachen klassischer Musik auch weit darüber hinaus engagiert. Aber man ist natürlich als Musiker nicht nur an ein Haus gebunden, sondern man versucht natürlich immer vieles auch mit dem Beruf und für den Beruf sich neu anzueignen. Und insofern war ich also 6 Jahre in Essen beim Volkwang Kammerorchester, bin jetzt derzeit beim Kurpfälzischen Kammerorchester in Mannheim als Chefdirigent und habe noch einen Lehrauftrag an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth. In Peking bin ich Ende der 90er Jahre Ehrendirigent geworden, erhalte dort auch regelmäßig Einladungen, kann das aber derzeit aus Zeitgründen oft nicht so wahrnehmen. Aber ich war schon des Öfteren auch in China und habe mit verschiedenen chinesischen Orchestern gearbeitet. Da fragt man sich, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Das bekommt man unter einen Hut mit sehr viel Selbstdisziplin und natürlich auch mit einer Familie, mit einer Frau, die hinter einem steht und die einen auch voll unterstützt. Stefan Fraß ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er selbst wurde 1962 geboren und wuchs in Strassberg auf. Seine musikalische Begabung wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater war selbst ein Musiker, war Musiklehrer und hat viele verschiedene Bands geleitet und ist gerade auch in der Tanzmusik sehr unterwegs gewesen. Er hat mir das natürlich mit in die Wiege gelegt. Und so bin ich auch musikalisch sehr viel verschiedene Wege gegangen. Sowohl in der Tanzmusik früher als Kind, als Jugendlicher, eben auch in der klassischen Musik. Konnte insgesamt 3-mal studieren, noch zu DDR-Zeiten, das letzte Studium dann schon nach der Wende. Das ist etwas, was heute so ohne weiteres nicht mehr möglich ist. Und darüber bin ich auch sehr froh und glücklich und auch sehr stolz. Die alltägliche Arbeit mit dem Orchester will gut vorbereitet sein. Ja, man liest natürlich die Partitur, man spielt sich diese Partitur auch am Klavier durch. Es gibt ja auch von vielen, gerade von neueren Musiken, keine Aufnahmen. Die Arbeit mit Aufnahmen, das macht man eigentlich mehr als junger Dirigent. Als solcher kann ich mich ja gar nicht mehr bezeichnen. Da hat man vieles schon dirigiert und ist vieles schon auch im Repertoire durchgegangen und hat dann natürlich Erfahrungswerte, wie man dieses oder jenes Stück entsprechend angeht. Es ist immer wieder eine sehr interessante Auseinandersetzung, auch mit Stücken, die man schon des Öfteren mal dirigiert hat. Die Entscheidung, welches Repertoire in der Konzertsaison dem Publikum angeboten wird, trifft er als Intendant nicht allein. Das wäre töricht, wenn man das Programm nur allein zusammenstellt. Das sind viele Faktoren, das sind natürlich Wünsche von Musikern, von Solisten. Auch ich dirigiere ja nicht alles allein, von Dirigenten zu berücksichtigen. Da sind natürlich auch die Wünsche des Publikums zu berücksichtigen. Und das ist ein großes Gremium, was also ständig auch über Programminhalte befindet und dann natürlich die Programme nach dem Geschmack des Publikums, der Veranstalter und viele andere Faktoren so zusammenstellt. Und so sind auch die nächsten großen Projekte des Klangkörpers das Ergebnis gemeinsamer Vorbereitungen. Wir haben natürlich im vergangenen Jahr mit der Eröffnung der Vogtlandhalle Greiz ist ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, dass wir dort perfekte Proben- und Arbeitsbedingungen haben. Ebenso im Neuberinhaus in Reichenbach. Wir werden dieses Jahr erstmalig eine Oper produzieren, Hänsel und Gretel, zu Weihnachten. Das ist also für die Philharmonie auch etwas ganz Besonderes. Und haben natürlich eine ganze Reihe musikalischer Projekte, die sich beschränken zum einen auf unsere traditionellen Konzertfreien, wie die Sinfoniekonzerte, Promenadenkonzerte, Serenadenkonzerte, aber natürlich auch vieles, was wieder in diese unterhaltsame Richtung geht, was auch in die Crossover-Schiene geht. Wir werden auch gerade mit Philharmonic Rock demnächst sehr groß wieder auf Reisen gehen, unterwegs sein, aber dazu möchte ich jetzt noch nichts weiter verraten. Und privat, was hören Sie da für Musik? Ja, privat bin ich eigentlich sehr breit aufgestellt, also das ist gar nicht so genrebegrenzt. Ich fahre sehr viel Auto, logischerweise berufsbedingt. Da bin ich mehr so der Fan von Sprachsendungen, höre auch sehr viel Hörspiele nachts, wenn man so auf der Autobahn fährt. Und ansonsten interessiere ich mich eigentlich für alles, was man noch als Musik bezeichnen kann.
Neben dem Segeln, das für ihn Ausgleich von der Arbeit ist, hat Stefan Fraß auch noch andere Freizeitinteressen. Ich treibe relativ gerne Sport. Ich fahre gerne Fahrrad, gehe auch so manchmal joggen, gehe sehr gerne in unsere vogtländischen Wälder Pilze sammeln, das ist ja jetzt wieder die Zeit. Gehe im Winter Skifahren, mache also auch sehr gerne Wintersport, kommt sicher auch durch meine Frau mit. Ja, treffe mich gerne mit Freunden und bin ein Fan des Brauchtums. Also bei mir gibt es noch auch gewisse Rituale, was es so an gewissen Feiertagen zu essen geben muss und wie auch wir mit unseren vogtländischen Produkten umgehen, auch mit unserer vogtländischen Tradition. Wie charakterisieren Sie sich persönlich? Ich war früher ein oft etwas ungeduldiger, eher etwas aufbrausender Mensch, dem das alles gar nicht schnell genug gehen konnte. Mittlerweile ist man natürlich auch mit fortschreitendem Alter etwas ruhiger geworden. Mir wird nachgesagt, ich bin sehr zielstrebig, sehr hartnäckig in vielen Dingen und versuche das aber nicht immer mit der letzten Konsequenz durchzusetzen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer versucht zu vermitteln. Auch ein erfolgsverwöhnter Mensch wie Generalmusikdirektor Stefan Fraß hat so seine ganz persönlichen Sehnsüchte und Träume. Fange ich vielleicht mit dem Beruflichen an. Ich wünsche mir, dass das Vogtland als Region noch stärker ausstrahlt, sich noch im Inneren noch mehr einig ist, dass die Schätze, die wir haben hier in dieser Region, dass die noch mehr zum Tragen und zum Leuchten kommen können. Auf allen Gebieten, auch durchaus auf musikalischem Gebiet. Und privat wünscht man sich natürlich Gesundheit, Schaffenskraft für seine Familie, für seine Freunde, immer das Beste. Und ich denke, dass man diesen Beruf durchaus noch lange ausführen kann, weil es für mich einer der schönsten Berufe ist, die es gibt.